Ja, was macht ein Betriebsrat? Das beschreibt das Betriebsverfassungsgesetz im Paragraph 80 sehr gut. Es geht um die Überwachung von geltenden Gesetzen, Tarifverträgen, Betriebsvereinbarungen. Einfach, dass die von beider Seiten eingehalten werden. Der Betriebsrat hat Verbesserungen, die den Arbeitnehmern zugutekommen, zu beantragen. Die Durchsetzung der Gleichstellung von Männern und Frauen im Blick zu behalten. Das Spannende hier im Haus oder insgesamt in den Krankenhäusern sind die Männerquoten, die erfüllt werden müssen, auch gerade im Betriebsrat. Worauf haben wir noch zu achten im Paragraph 80? Die Wiedereingliederung von Schwerbehinderten mit zu begleiten, und das ist auch gleichzeitig eine Schnittstelle für die Schwerbehindertenvertretung, die Beschäftigung von älteren Menschen hier im Betrieb zu fördern, genauso wie die Integration von ausländischen Mitarbeitern und Rassismus und Fremdenfeindlichkeit zu bekämpfen, Beschäftigung im Betrieb zu sichern, in der heutigen Zeit mit Corona sicherlich ein sehr wichtiges Thema. Sonst, Tagesgeschäft ist das Begleiten von Mitarbeitern zu Krisengesprächen, dann aber auch, was weiß ich, die Eingruppierungsfragen von einzelnen Mitarbeitern mit den Lohnabrechnungen. Ja, was sonst noch für uns im Moment wieder sehr wichtig ist, die Tarifverhandlungen stehen an. Der Betriebsrat ist nicht tariffähig. Wir sitzen also nicht als Betriebsrat in den Tarifverhandlungen, sondern das macht die Gewerkschaft Verdi. Da sitzen wir sicherlich auch mit drin, aber der Betriebsrat hat damit erstmal nichts zu tun.